Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. So Leute, ich habe es geschafft. Ich habe mir den finalen Teil der Trilogie, der Godzilla Earth Trilogie, jetzt angeschaut. Godzilla, der Zerstörer der Welt, so heißt der Titel im Deutschen. Und diese Kritik hier, die wird nicht so ganz eindeutig wie die ersten beiden werden. Fangen wir an zu diskutieren. Bevor das Video jetzt hier losgeht, möchte ich dir noch ganz kurz einen Hinweis geben. Dem einen oder anderen ist aufgefallen, dass ein paar Videos von meinem Kanal verschwunden sind. Die sind nicht gelöscht, keine Angst, die verschwinden nur nach und nach auf meinen Patreon-Account. Hat eben damit zu tun, dass ich mir jetzt gedacht habe, okay, jetzt werden hier mal wirklich Nägel mit Köpfen gemacht. Dieser Kanal wird jetzt hauptsächlich sich um das Thema Kaijus und eben Godzilla und wahrscheinlich auch noch Jurassic World drehen. Alles andere verschwindet jetzt auf meinen Patreon-Account, das heißt sogar aktuelle Projekte, wie zum Beispiel mein aktuellstes Projekt, da geht es um die Netflix-Serie All of Us Are Dead. Da werde ich eine Episodenbesprechung machen, beziehungsweise in meinem Doppelpack, Episode 1 und 2 und dann 3 und 4, ihr versteht schon, werde ich dann da besprechen. Und auch noch viele andere Sachen wie Resident Evil, Uncharted, wird alles über diesen Patreon-Account laufen. Wenn ihr also Interesse daran habt, meine Meinung über andere Themen zu wissen, könnt ihr gerne draufklicken, Teil des anderen Kaijuverse Patreon-Teams werden. Würde mich freuen, weil ihr mich damit auch unterstützt und ich versorge euch da auch wirklich regelmäßig mit neuem und coolem Content. Also ihr habt auf jeden Fall Vorteile dadurch. Und jetzt kommen wir hier zum eigentlichen Thema, zu Godzilla 3. Der Zerstörer der Welt oder einfach nur Zerstörer der Welt ist, wie gesagt, das Finale dieser Trilogie. Und ganz große Spoilerwarnung hier, ich werde es nicht sein lassen können, die anderen beiden Filme zu spoilern, logischerweise. Und da habe ich es aber immer so gehandhabt bei den alten Kritiken, dass ich das Ende nicht vorwegnehmen wollte. Hier wird das nicht funktionieren, weil der dritte Film erstmal das Finale ist. Und ich möchte über alle Filme nochmal ganz kurz sprechen, beziehungsweise hat der letzte Film auch einen schönen runden Abschluss. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Deswegen wird das hier nicht klappen. Das ist ein riesiger Spoiler-Part. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz die ersten beiden Teile mit euch zusammen Revue passieren lassen und dann sprechen wir über den dritten Teil. Im ersten Film ging es um Haruo. Das ist unsere Hauptfigur, unser Protagonist, der uns auch über die anderen beiden Filme weiterhin begleiten wird. Und Haruo muss zusammen mit dem Rest der noch überlebenden Menschheit die Erde verlassen, weil plötzlich Kaijus angreifen. Und das sind mehrere verschiedene Kaijus, unter denen ist dann auch Godzilla, der Gott der Kaijus, der König der Kaijus. Und der schafft es dann, die Menschheit von der Erde zu vertreiben. Die Menschen nehmen das erstmal so hin, weil sie eben auch sagen, okay, das ist einfach ein Wille Gottes. Wir lernen hier drei verschiedene Spezies kennen, beziehungsweise nur zwei. Eine davon kennen wir schon, das sind wir, die Menschen. Die anderen beiden Spezies, ich habe jetzt die Namen nicht mehr auf dem Schirm, auf jeden Fall ist eine davon sehr religiös und die andere ist eben sehr begabt mit Technik und kommt auch schon der menschlichen Rasse so ein bisschen näher. Die tauchen dann nämlich auch auf im Kampf gegen Godzilla und wollen die Erde mitverteidigen, weil sie Angst davor haben, dass Godzilla im Fall einer Niederlage der Menschheit auch auf ihre Planeten losgeht. So ist zumindest die Erklärung im ersten Film. Und da verlieren sie aber alle. Also es schaffen drei Rassen aus verschiedenen Teilen des Universums nicht Godzilla zu vernichten. Sie müssen alle fliehen und suchen nach einer neuen Heimat, einem neuen Planeten. Das Ganze klappt aber nicht, weil sie plötzlich herausfinden, die Planeten sind irgendwie alle nicht so ganz bewohnbar. Sie schicken dann auch immer Ältere runter auf bestimmte Planeten, um zu schauen, okay, können wir da überhaupt Fuß fassen oder nicht? Und in der Regel eben, nein, das klappt nicht. Das heißt, sie opfern einfach die ältere Generation. Und merken dann, wir haben keine andere Wahl, wir müssen jetzt wieder zurück zur Erde. Und dann beginnt der Film sich so ein bisschen in so einen Rachefilm zu verwandeln, weil Haruo inzwischen auch älter geworden ist. Und der hat einen Riesenhass auf Godzilla. Er hat nie vergessen, was Godzilla getan hat und sagt, wir müssen jetzt zurück, wir müssen ihn jetzt vernichten. Und er hat auch damals was beobachtet. Und zwar haben sie jetzt einen bestimmten Plan ausgeheckt. Sie merken, Godzilla ist nicht unverwundbar. Er hat eine Art Schutzschild in sich. Und dieses Schild aktiviert sich automatisch, wenn er angegriffen wird. Das ist wie so ein natürlicher Impuls bei ihm. Ja, gesagt, getan. Sie fliegen wieder zurück zur Erde. Und merken dann aber, okay, wir sind wohl doch länger weg gewesen als gedacht. Das hat was damit zu tun, dass die Zeit ja Relativitätstheorie, ne? Ich bin jetzt auch kein Fachmann, habe mich da aber halt auch mal so ein bisschen reingelesen, was so der Grundgedanke dafür ist, dass die Zeit relativ ist und irgendwie damit... auf jeden Fall merken sie dann, okay, wir sind in der Zeitrechnung der Erde jetzt 20.000 Jahre weg gewesen. Und das ist schon ziemlich lange. 20.000 Jahre Entfernung und dann haben sie irgendwie die Hoffnung, naja, vielleicht ist Godzilla in der Zwischenzeit aber auch einfach weg.
Ja, vielleicht ist er auch gestorben. Ich meine, das sind einfach 20.000 Jahre. Da kann alles Mögliche passiert sein. Und sie landen auf der Erde, können Godzilla erstmal nicht wahrnehmen und merken, dass sowohl die Pflanzen- als auch die Tierwelt ist irgendwie in einer riesengroßen Symbiose zu einer Einheit geworden. Also alles auf diesem Planeten ist ein einziges Material. Und das Material, aus dem auch Godzilla besteht, quasi die gleiche Schuppenhaut, das alles ist eins jetzt da. Godzilla taucht logischerweise dann auch wieder auf und sie merken, okay, in diesen 20.000 Jahren hat Godzilla sich diese ganze Welt unterwürfig gemacht, weil er jetzt eine Gottheit ist für alle, die da eben leben. Dann kämpfen sie gegen Godzilla und verlieren. Haruno wird zum Schluss ohnmächtig und dann kommen wir zum zweiten Film. Er setzt nämlich direkt nach dem ersten Teil an, was mir auch sehr gefallen hat, dass diese Filme wirklich sich anfühlen wie ein riesiger Film, der einfach nur gecuttet wurde. Herr der Ringe lässt grüßen. Und Haruno wird eben ohnmächtig und wacht dann im zweiten Teil wieder auf und merkt, es leben doch noch Menschen auf dieser Welt. Wir sind nicht alleine, es leben nicht nur Kaijus hier. Und diese Menschen scheinen sich im ersten Moment zurückentwickelt zu haben. Die sehen aus wie Neandertaler und kleiden sich auch eben so mit so Stofffetzen. Und können anscheinend auch erstmal nicht reden. Aber zumindest sagt keiner von denen was und wenn dann immer nur ganz abgehackte Töne. Das dauert aber nicht lange und Haruno findet heraus, dass die Menschen sich mit dieser Welt arrangiert haben. Also Godzilla lebt oben an der Oberfläche und die Menschen leben zum Teil unter so einer Nebelschicht, die sich aufgetan hat. Und darunter haben die dann so ihre eigene Welt und ihre Höhlen gebaut, quasi außerhalb des Radars von Godzilla, der anscheinend aber auch nichts macht. Wenn man die Welt in Ruhe lässt, dann hängt der irgendwo rum und verfällt irgendwie in so einen tiefen Schlaf. Und dann lernen wir dieses Volk ein bisschen mehr kennen und finden dann auch heraus, dass die über Telepathie miteinander sprechen können. Also sind die doch nicht so unterentwickelt. Und das war so interessant, da mal zu sehen, was wir, weil wir sehr oberflächlich sind, erstmal als unterentwickelt ansehen. Also auch ich habe mir erstmal gedacht, die Menschheit musste wieder von vorne anfangen. Und das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach hier, dass die Menschheit hier gerafft hat, wie sie mit der Natur in einem Einklang leben kann. Das ist nicht unterentwickelt, das ist weitergedacht, das ist weiterentwickelt. Das fand ich ziemlich beeindruckend, weil auch ich gesagt habe, okay, jetzt sind wir wieder Neandertaler. Und der Film sagt dann aber ganz klar, nee Mann, die sind besser als du, weil die haben es verstanden. War ziemlich interessant, das mal so zu sehen. Auf jeden Fall führen dann unsere Hauptcharaktere zu einer Stadt, in der Mechagodzilla stand. Das haben wir im ersten Teil ganz kurz gesehen, da wurde er kurz angeteasert. Und diese Stadt ist aber nicht mehr so klein, wie sie ursprünglich mal war und hat sich wohl selbstständig vergrößert, weil Mechagodzilla mit einem Nanometall geschaffen wurde von dieser anderen Spezies, die ich ja auch schon erwähnt habe, die mit der Technik so gut umgehen kann. Und die Stadt, dieses Nanometall, lernt dazu und kann selbstständig denken. Da gibt es jetzt viele von euch, die ein Problem mit dieser Stadt hatten. Ich fand das nicht verkehrt. Mir hat das gefallen, weil die Grundprämisse von diesem Film einfach sehr stark an den allerersten Godzilla von 1954 erinnert. Hier geht es nämlich im Endeffekt einfach nur darum, um die Frage, wir haben jetzt dieses Megametall, dieses clevere Metall. Wir können es benutzen, um Godzilla zu töten, aber sollen wir es auch machen? Also macht es Sinn oder gibt es vielleicht größere Konsequenzen? Das ist so diese Atombombendiskussion. Und das Zitat aus dem allerersten Godzilla-Film war damals gewesen, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht Godzilla vernichtet haben und dass jetzt der Oxygen Destroyer, also die Waffe, die wir benutzt haben, der nächste große Feind wird. Und das Gleiche wird hier auch wieder aufgegriffen. Und sie entscheiden sich dann dazu, nein, wir zerstören Mechagodzilla City komplett. Und Haruno hat dann quasi am Ende die Wahl, lässt er zu, dass sich alle Menschen dafür opfern oder einige Menschen dafür opfern, dass dieses Metall die einnehmen kann und aus den Menschen Kraft schöpfen kann, um Godzilla zu vernichten oder halt nicht. Und er sagt dann auf gar keinen Fall, machen wir nicht und zerstört diese Stadt. Und mit der Stadt zerstört er aber auch den Befehlshaber dieser einen Rasse, der quasi Mechagodzilla gesteuert hat. Dann hockt Haruo eben in so einem fliegenden Mechagodzilla, den sie aus den Teilen von Mechagodzilla gebaut haben und zerstört diese ganze Mechagodzilla City, wie sie genannt wird. Jetzt kommen wir zu Teil 3. Und da muss ich wirklich sagen, wieder baut Teil 3 extrem geil auf den Vorgängern auf. Und das hat mir hier sehr gut gefallen. Und diesmal haben wir auch wirklich Konsequenzen, was die anderen beiden Teile angeht. Und zwar Konsequenzen, wo ich sogar selbst gesagt habe, das habe ich einfach nicht kommen sehen, dass man das wirklich jetzt so durchzieht. Im zweiten Teil zum Beispiel hat Haruo irgendwie eine Love Interest und die beiden küssen sich sogar auf so einer Brücke. Und die wird aber dann am Ende mit dem Metall von Mechagodzilla
irgendwie infiziert und liegt dann wie in so einer Art Koma. Und ich hätte darauf schwören können. Ich hätte darauf 20 Euro gesetzt und hätte gesagt, die kommt auf jeden Fall wieder. Es wird eine Heilung geben, wie das Mädel wieder geheilt werden kann. Bullshit, nichts davon passiert. Die bleibt einfach tot oder eigentlich noch schlimmer. Die bleibt in so einem Wachkoma-Zustand. Das wird irgendwie so erklärt, dass sie eigentlich längst hirntot ist. Aber das Metall von Mechagodzilla hält ihre letzten Grundkräfte, die man braucht, um noch irgendwie von Leben reden zu können, am Laufen, weil es sich wie ein Virus verhält und der will ja auch nicht sterben. Und das war's. Das ziehen die bis zum Schluss durch. Die Kleine wird nicht mehr lebendig. Die liegt einfach in so einem, die ist irgendwie an der Grenze des Todes und wird gerade noch so von einem beschissenen Metall am Leben gehalten, damit das Metall einen Wirt hat. Ich habe mir gedacht, das ist schon fies. Vor allem, weil ihr mir einen Teil davon noch gezeigt habt, wie Haruo und die sich so ein bisschen anbandeln. Und jetzt kommt einfach das am Ende dabei raus. Ja, das war schon mal so der erste Schlag in die Fresse, wo ich mir gedacht habe, Respekt dafür, dass ihr das so eiskalt durchzieht. Man braucht mehr Konsequenzen im Leben. Die andere Konsequenz ist jetzt nämlich, dass die Anführer der verschiedenen Spezies, die sind auf so einem Raumschiff, das über der Erde schwebt. Und das sind so die Kommandeure, die geben die Kommandos an die Leute, die auf der Erde sind. Und die Vertreter die Anführer dieser verschiedenen Völker kommen plötzlich in den Clinch miteinander, weil die einen sagen, ey, Haruo hat uns gerade verraten, er hätte Godzilla killen können, hat aber gesagt, nein, mache ich nicht, weil er seinen eigenen Scheiß durchsetzen will. Die anderen sagen dann, ey Mann, hast du nicht verstanden, dass Haruo das Richtige getan hat und er hat uns vor einem noch schlimmeren Übel bewahrt. Und dann kommen dann wirklich Diskussionen auf, die auch gar nicht mal so unclever geschrieben sind. Das Ganze geht nicht allzu lange, hat mir aber sehr gut gefallen. Und dann kommen wir jetzt zum ersten Punkt, wo ich mal ganz kurz gedacht habe, das ist eine ziemlich dumme Idee. Die Anführer der Spezies, die so gut mit Technik umgehen kann, quasi der Anführer von dem Typen, der Mechagodzilla in Teil 2 kontrolliert hat, der meint dann, er müsste ein Ultimatum aufsetzen. Und das Ultimatum ist... das ist schon extrem dämlich. Das Ultimatum ist, dass er eben einfach eine Nachricht an die Menschen auf der Erde schickt und sagt, ey, wenn ihr jetzt nicht Haruo ausliefert und anfangt mal unsere Toten zu beklagen, die dieser Mann auf seinen Schultern hat, weil er eben diese Entscheidung getroffen hat, dann machen wir euch das Licht aus. Es ist kein Witz, das wird so gesagt. Also das ist so die Botschaft dahinter. Und an sich ist das schon eine ziemlich ernste Sache, wenn man sich überlegt, okay, ohne Strom geht ja gar nichts. Du kannst keine Lebensmittel mehr kühlen, die Medikamente kannst du vergessen. Auch die ganzen Verletzten können nicht mehr geheilt werden oder behandelt werden in den Krankenhäusern. Aber zwei Sachen daran haben mich gestört. Zum einen sagt er das mit einem Ausdruck, also das könnte jemand von der Entega sein, der dir einfach so ein Schreiben aufsetzt und sagt, ich mach dir gleich den Strom aus, wenn du deine Rechnung nicht bezahlst. Da kommt diese Ernsthaftigkeit nicht rüber, die er eigentlich vermitteln will. Und zum anderen, wir sind gar nicht mehr in dieser Stadt. Also wir sind jetzt wieder in einem Dorf, in dem die Leute mit Fackeln Licht machen und Leute mit Pflanzen Medikamenten heilen. Das heißt, sogar wenn er das Licht ausmachen sollte, ist das komplett egal für die Geschichte. Und das macht so ungewollt komisch. Das hat mich ja am Anfang so ein bisschen gestört, weil ich mir gedacht habe, dann lasst es halt einfach weg. Lasst das Ultimatum doch einfach weg, wenn es eh nirgendwo hinführt. Okay, und dann befinden wir uns jetzt im dritten Akt der realen Botschaften, die uns die Filme mitgeben wollen. Also Teil 1 hat uns definitiv gezeigt, hier Leute, wenn ihr die Erde weiter kaputt macht, irgendwann könnt ihr die Erde nicht mehr halten, egal wenn ihr es wollt. Und der erste Film hat uns eben gezeigt, das alles bringt halt nichts, weil die Erde rächt sich irgendwann. Und da war es eben die Rache in Form von Godzilla. Teil 2 hat dann eben die ganz große moralische Frage aufgebracht, soll man eine Waffe benutzen, weil man sie hat? Oder soll man vielleicht darüber nachdenken oder auch mal einfach einen Rückzieher machen, weil man alles nur noch schlimmer macht im Endeffekt? Das hat man auch ganz klipp und klar verstanden. Und Teil 3 geht jetzt auf die religiöse Schiene. Religion ist okay, wenn sie spirituell ist. Ich selbst kann mit Religion nicht allzu viel anfangen. Einfach so eine persönliche Anekdote mal von mir. Religion ist für mich mit einer der Grundursachen für Kriege auf der Welt. Deswegen bin ich da so ein bisschen... Ich glaube an bestimmte Sachen, ja, aber eben nicht an diese Buchreligion. Das ist mir alles zu manipulativ. Und das bringt der Film auch wieder hervor. Religion ist spirituell geil oder okay.
Wenn Religion aber meint, dir Gesetze auferlegen zu müssen und dir direkte Befehle zu geben, wird es ein Problem. Das kennen wir und das muss hier auch ganz klar angesprochen werden. Das kannten wir damals aus dem Christentum, das gab es, diese Befehle, die ausgeführt wurden. Heutzutage ist es halt leider der Islam, der darunter sehr stark leiden muss, dass diese Befehle genutzt werden, um Leute schon wie in eine Art Sekte zu befördern. Ja? Dass Leuten gesagt wird, wenn du dich tötest, im Krieg kommst du ins Paradies. Und der Film schafft es, das am Anfang wirklich gut rüberzubringen, wie schnell eine Religion Hoffnungslosigkeit in radikales Denken umwandeln kann. Genau das passiert hier nämlich auch. Wir haben Godzilla im zweiten Film wieder nicht besiegen können und die Menschen haben keine wirklichen Hoffnungen mehr, diesen Krieg überhaupt noch zu gewinnen. Die Art und Weise, wie schnell die jetzt alle radikal religiös werden, das ging mir ein bisschen zu schnell irgendwie. Da hätten sie in den Teilen davor das ein bisschen mehr aufbauen können. Man versteht es aber dennoch. Man versteht, was jetzt hier erzählt werden soll. Auf jeden Fall werden dann sowohl alle, die auf der Erde leben, werden dann irgendwie religiös umgewandelt. Gehirnwäsche passt ganz gut, das Wort. Die bekommen alle so eine Gehirnwäsche, dass nur Gott sie jetzt noch retten kann. Und auch auf den Raumschiffen, also auf dem einen Hauptraumschiff, was da oben rumschwebt, fangen die Leute auch an, nur noch dran zu glauben, okay, wir brauchen eine Gottheit, ansonsten geht das alles in die Hose. Und ja, während im ersten Film waren die Menschen im Fokus, im zweiten war diese mechanische, diese technologische Spezies im Rasse im Fokus und jetzt haben wir eben hier die religiöse Rasse im Fokus. Und die fand ich schon am Anfang sehr interessant, weil der Film damit beginnt, dass das ist ein guter Freund von Haruo sogar, der erklärt am Anfang, dass die Menschen haben ein Problem, sie werden niemals auf Götter hören können, sie können nur auf Menschen hören, die das Wort Gottes weitergeben, dieses Prophetengeschwätz, ihr versteht jetzt schon. Und dieser Prophet ist Haruo, weil Haruo ist in ihren Augen ein Held oder kann zum Held werden und deswegen kann ein Gott durch Haruo durchsprechen. Das ist so erstmal die Aussage und ich fand das interessant, dass man jetzt hier wirklich dahin geht und jetzt sagt, okay, jetzt zeigen wir einfach mal diesen Fanatismus auf den Religionen, auf den Mensch übertragen können. Jetzt fühlt euch hier wirklich nicht getriggert, das ist einfach so, das macht der Film jetzt wirklich. Wie gesagt, spirituelle Religion ist gut, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass radikale Religion in jeder Hinsicht einfach schlecht ist. Und dieses Radikale zeigt der Film uns optimal auf, denn es geht jetzt hier darum, dass die Religiösen, das religiöse Volk sagt, wir rufen jetzt einen Gott und dieser Gott ist der Zerstörer der Welt. Sie nennen ihn, glaube ich, sogar den goldenen Tod, Ghidorah. Ich dachte mir, okay, cool, Ghidorah taucht jetzt hier auf. Ich dachte, der Ghidorah chillt eigentlich hinter dieser Wand, die wir aus dem zweiten Teil kennen. Da war er nicht. Ghidorah wird dann beschworen, indem sich Menschen dafür opfern. Denn je mehr, und ich hoffe, ich kann das jetzt auch genauso wiedergeben, denn hier macht der Film so einen kleinen Twist oder so einen kleinen Griff Richtung Singular Pointen. Es wird ungewollt und unnötig komplex. Ghidorah erscheint erst jetzt, weil die Menschen durch ihre Hoffnungslosigkeit stärkere Gebete abgeben und dann haben die eine stärkere Kraft, um Ghidorah in die Welt zu holen. Das muss man jetzt so sacken lassen. Ich habe mir gedacht, gut, ihr wollt jetzt hier in diesem Film eben das Thema Religion aufgreifen, also akzeptiere ich das so. Jetzt habe ich hier aber ein Problem mit der Sache. Ghidorah taucht auf und es wird dann erklärt, warum Ghidorah beschworen wurde. Also warum holt man eine Kreatur, die bewusst die Welten zerstört, um Godzilla zu töten? Und das wird erklärt damit, dass die religiöse Spezies, das religiöse Volk, hat es geschafft, mit ihrer Technologie in die Zukunft zu schauen, hat dann gemerkt, okay, irgendwann endet alles einmal, außer der Gott Ghidorah, der aber aus einem anderen Universum kommt. Deswegen können sie mit diesem, also sie beschwören ihn halt irgendwie und dann öffnen sich so Portale im Himmel, wo Ghidorahs Hälse durchkommen, alle drei. Und das sind dann Raumzeitkrümmungen. Das war mir dann doch zu viel. Also wenn ihr mir erzählen wollt, es ist eine Gottheit, dann hört doch auf danach zu erklären, wo dieser Gott jetzt herkommt und benutzt dafür wissenschaftliche Pseudo-Fakten, die natürlich jetzt so wahrscheinlich total hanebüchen sind und auch einfach nur am Rande irgendwie das wiedergeben, was wahrscheinlich schwarze Löcher wirklich sind und können. Aber sie machen es eben, sie erklären, das ist alles eine Riesentechnologie und ich denke mir, wenn du so radikal
gläubig bist, würdest du doch nicht einfach sagen, unsere Technologie hat uns das und das gezeigt. Versteht ihr, wie ich das meine? Das beißt sich dann da so ein bisschen. Und das hat mich schon gestört, weil das kommt öfter vor. Dass sie jetzt versuchen, simple Sachen so wahllos kompliziert zu erklären. Noch ein Beispiel. Im ersten Godzilla-Film, in dem Planet of the Monsters, haben wir ja gelernt, dass Godzilla so ein Schutzschild in sich hat und das aktiviert sich automatisch, wenn er angegriffen wird. Und Ghidorah kommt und kann Godzilla angreifen. Und alle sind erstmal ganz verdutzt und denken sich, wieso kann er das? Weil, warum geht das Schild jetzt nicht los? Und dann krapscht Godzilla nach Ghidorah und greift aber durch ihn durch. Also Ghidorah kann Godzilla angreifen, aber er hat keine Auswirkung auf Ghidorah. Und hätte man einfach gesagt, er ist halt ein Gott, deswegen ist es so, wäre das cool gewesen. Man hätte das einfach so akzeptiert. Jetzt haben sie sich aber selber in Stolperstein gelegt, dass sie von Anfang an gesagt haben, es ist irgendwo auf der Wissenschaft aufgebaut. Jetzt müssen sie auch das erklären. Und ich finde es immer doof, Beispiel auch Singular Point, wenn die Antwort auf eine Frage komplizierter ist als die eigentliche Frage und noch mehr Fragen aufwirft. Und das passiert dann hier, weil dann eben auch die Frage kommt, warum kann Godzilla ihn nicht angreifen, aber er kann Godzilla angreifen? Und die Antwort darauf ist, ja, weil Ghidorah ist gleichzeitig hier, aber auch nicht hier, wegen der Raumzeitkrümmung. Und es ist keine Antwort auf die Frage. Das ist einfach nur noch mehr, hä? Und wie passiert das jetzt? Also warum? Was? Versteht ihr, wie ich das meine? Das ist eine extrem dumme Art und Weise, eine Fragestellung zu beantworten. Und Singular Point macht das ja mit allem. So dieses Pseudo. Die versuchen einfach so intellektuell zu wirken und so viel wissenschaftlichen Fachjargon mit einzubauen, dass der Zuschauer sich am Ende denken soll, ja, das wird schon irgendwie stimmen, ich verstehe es nur nicht. Aber es klappt halt nicht. Und sogar wenn es irgendwie so Sinn machen würde, es ist ziemlich dumm, wenn der Zuschauer nicht versteht, was gerade passiert. Und tatsächlich machen sie das wieder gut. Keine 5 Minuten später gehen sie nämlich darauf nochmal ein. Und da muss ich sagen, das ist eine Antwort, die verstehe ich. Naturgesetze in dieser anderen Dimension sind nicht die gleichen wie die bei uns. Aus diesem Grund aktiviert sich das Schild von Godzilla auch nicht, weil er ist ja Teil unserer Welt. Es ist einfach, es macht irgendwo Sinn zu sagen, okay, dieses Schild kennt eben die elementaren Bestandteile von Ghidorah nicht und deswegen kann es eben auch nicht aufgehen. Das ergibt schon irgendwo Sinn. Und der Grund, warum Godzilla ihn nicht angreifen kann, ist einfach, weil Ghidorah hin und her switchen kann zwischen dieser und der anderen Dimension. Wer Naruto gesehen hat, das ist dasselbe Prinzip. Quasi, wenn Godzilla versucht, ihn zu greifen, dann kann Ghidorah dieses Stück quasi in eine andere Dimension transferieren und kann deswegen nicht gepackt werden. Das reicht. Das ist eine Antwort, finde ich, mit der kann ich arbeiten, mit der kann ich auch nachvollziehen, was kann Ghidorah jetzt eigentlich? Jetzt kann ich mir selber darüber Gedanken machen, wie kann man jetzt Ghidorah wirklich zerstören? Jetzt kommt hier noch ein Punkt, der mir nicht ganz so gut gefallen hat, denn auf einmal machen sich alle Gedanken darüber, dass Godzilla sterben könnte. Und ich dachte mir, der war vor 10 Minuten noch euer Hauptfeind, also da wollt ihr ihn unbedingt töten. Jetzt auf einmal ist er wieder, oh, wir müssen doch Godzilla, also das, da hat man sich so ein bisschen verkappelt und vielleicht hätte Ghidorah nichts in dem Film zu suchen gehabt. Mothra bekommen wir auch ganz kurz zu sehen. Mothra taucht in irgendeiner Vision auf, denn wir finden heraus, dass Ghidorah anscheinend auch nur gesteuert wird von dem besten oder von einem guten Freund von Haruo, von diesem religiösen Spinner, der Ghidorah kontrolliert und der hat dann irgendwie auch so ein Auge, das Pentagramm soll es glaube ich sein, ist da drauf und Haruo drückt ihm dann eben das Auge auch kaputt, nachdem Mothra ganz kurz durchs Bild fliegt und Haruo quasi aus so einer Vision befreit. Und als dann das Auge kaputt ist, ist Ghidorah komplett in unserer Welt. Ihr merkt, es ist immer noch ein bisschen happelig, das jetzt wirklich zu erklären und das ist immer schade, wenn man das zu komplex macht. Sie wollten einfach zu viel im Finale. Dann ist Ghidorah auf jeden Fall in unserer Welt. Godzilla kann ihn packen und besiegt ihn auch. Da haben mir sehr viele von euch geschrieben, wie enttäuscht sie von diesem Kampf gewesen sind. Muss ich ganz klar sagen, ihr müsst wirklich auch verstehen, was die Filme von euch wollen. Diese Filme wollten euch nie große, krasse Monsterkämpfe zeigen. Diese Filme wollten euch Botschaften mitgeben. Und damit haben die auch super gut gearbeitet. Der Kampf zwischen Ghidorah und Godzilla ist okay.
weil man hier wirklich das nimmt, was wir von Godzilla wissen aus den ersten beiden Teilen. Das verwendet er auch gegen Ghidorah und Ghidorah wird dann irgendwann auch relativ simpel und plausibel erklärt und das reicht. Und dann können wir nachvollziehen, wie diese beiden Giganten aufeinandertreffen. Das ist okay, das ist nicht zu übertrieben, nicht overpowered. Wenn ich jetzt an Godzilla vs. Kong denke, es kann mir keiner erklären, warum Kong diese Axt gebraucht hat, obwohl er später einfach mit so einem Dach Godzillas Atomic Breath abwehren kann und später aber dann auch wieder nicht mehr. Das sind Sachen, die stören mich viel mehr, als einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt hier drei Fähigkeiten von Godzilla kennengelernt, wir wissen, wie er funktioniert, hier habt ihr noch ganz kurz Ghidorahs Eigenschaften und jetzt kommen die beiden aufeinander. Das macht Spaß, damit zuzuschauen. Das hat funktioniert, meiner Meinung nach. Sachen Visionen, die ich eben schon erwähnt habe, da gibt es zwei Visionen, die ein bisschen random sind. Einmal ist das mit Mothra, da hat man halt nur gedacht, lass mal Mothra noch irgendwie einführen. Das hat nicht wirklich Sinn ergeben, warum Mothra durchgeflogen ist. Sie ist halt wohl die Göttin, die andauernd von diesen neuen Erdbewohnern angebetet wurde im zweiten Teil. Das war's. Mehr macht er auch nicht, also einmal kurz durchfliegen. Und es wird ganz kurz gesagt, und da habe ich mir auch gedacht, dumm. Da fliegt dann Mothra so als goldener Schleier durchs Bild und dann gucken die Protagonisten hoch und sagen, Mothra, der Schmetterling. Ich verstehe, warum sich der Schmetterling, hört sich epischer an als die Motte. Aber ist Mothra nicht eine Motte und heißt deswegen auch Mothra? Du kannst nicht einfach ein anderes Tier nehmen und du kannst doch nicht einfach sagen, Godzilla das Känguru. Also, dann hört sich halt dumm an, aber dann ist halt trotzdem Mothra die Motte, weil ich glaube, Mothra ist eine Motte und deswegen heißt sie auch Mothra. Verbessert mich gern, wenn das nicht stimmt. Die zweite Vision, die irgendwie ein bisschen komisch war, die aber cool gewesen ist, ist im letzten Drittel des Films zu Beginn, als dann die religiöse Spezies versucht dann irgendwie Ghidorah zu beschwören und machen so Hula Wumba, Hula Wumba. Und dann wird sie von einer Dorfbewohnerin, werden die dann erwischt, oder wird der Hauptantagonist wird dann von der Dorfbewohnerin erwischt und der packt die sich dann, zerrt die in so eine Höhle und danach siehst du nur, wie Haruno auch in die Höhle kommt und dann siehst du noch, wie so ein Bottich dasteht, in dem Suppe drin ist und dann liegt die einfach in diesem kochenden Bottich Suppe drin und bewegt aber noch so den Mund und hat die Augen aufgerissen und wird einfach lebendig gekocht und ich dachte mir, boah, wie krass das ist. Und dann wacht Haruno aber auf und das war irgendwie auch nur eine Vision, weil das Mädel lebt aber noch und hängt einfach wie bei Attack on Titan die eine an so einem Opferding da dran. Weiß nicht, warum er dann sowas mit der Suppe träumt. Das hat auch nicht wirklich Sinn ergeben. Ja, auf jeden Fall besiegt dann eben Godzilla Ghidorah und die Welt akzeptiert, okay, Godzilla, wir können den nicht töten, vielleicht müssen wir ihn auch gar nicht töten, vielleicht müssen wir nur lernen, im Einklang mit ihm zu leben und zu koexistieren. Und das machen sie dann auch. Und ich dachte, okay, jetzt ist der Film wahrscheinlich vorbei, weil wir sehen nämlich ganz viele Ausschnitte dann, wie sich das alles entwickelt hat. Die Menschen essen dann auch mehr Larven und hat alles dann so eklig und dann ist es auch wieder kurz lustig und die lachen miteinander. Haro schwängert einfach irgendeine von diesen Dorfbewohner-Zwillingen und dann geht es aber noch ein Stückchen weiter und ich muss sagen, das Ende hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Wir sehen nämlich dann, wie die Menschheit komplett ihre Waffen niederlegt und diese Waffen überwuchern dann nach und nach mit Wiese und die Natur holt sich quasi alles zurück. Das ist die Botschaft dann dahinter. Und die meisten von ihnen schaffen das auch, leben im Einklang mit der Natur und im Einklang mit Godzilla. Dann kommt Haruo nochmal zu einem Kollegen von ihm und der werkelt gerade an so einem Raumschiff rum, das wir aus dem zweiten Teil kennen, das aus dem Metall von Mechagodzilla stammt. Und da muss schon einige Zeit vergangen sein inzwischen. Müssen Jahre vergangen sein. Und der Typ, der an diesem Mechagodzilla rumschraubt, sagt dann zu Haruo, ey, wenn ich das Metall hier raus generieren kann, können wir unser eigenes Volk doch wieder zurückerstehen lassen. Und auf einmal guckt Haruo nur so in die Kamera und die Kamera geht zurück. Und du merkst einfach, wie er sich gerade nur denkt, es kann doch nicht wahr sein. Dieser menschliche Gedanke, wir wollen alles kontrollieren, oder dieses, wir können nicht nur mit der Natur leben, wir brauchen immer mehr. Dieser Grundgedanke, den wir eigentlich gerade bekämpft haben, keimt jetzt schon wieder in der ersten Figur auf, also in der ersten Person auf. Und dann merkt Haruo nach und nach, ey fuck, ich denke aber genauso. Ich komme nicht darüber hinweg, dass Godzilla diesen Krieg gewonnen hat. Also läuft er wieder zum Volk zurück, da in dieses Dorf, packt seine alte Love Interest, die nach Jahren immer noch von diesem Mechagodzilla-Metall am Leben gehalten wird, steigt mit der in ein Flugzeug rein, sucht Godzilla, der wacht dann auch wieder aus so einem Schlaf auf, guckt ihn dann nur so an und er fliegt einfach voll in Godzilla rein und stirbt. Godzilla ist immer noch da.
Das war fies, weil der Film einfach hätte ein Happy End gehabt kurz vorher. Als man dann aber einfach merkt, dass dieser Gedanke, wir müssen jetzt schon wieder einen Krieg anzetteln, weil wir glauben, dass dieser Krieg uns selber, unser Volk zurückbringen kann. Dieser Grundgedanke, der eigentlich über Jahre verschwunden war, keimt jetzt wieder auf. Die Menschheit ist nicht in der Lage, im Einklang mit der Natur zu leben. Und Haru hat diesen Gedanken einfach nicht vertragen können und hat sich deswegen am Ende selbst geopfert und selbst umgebracht. Also das ist wirklich auch mal ein Ende, das habe ich so nicht kommen sehen. Also das ist einfach ein böses Ende. Das habe ich, das Gefühl, was ich da hatte. Ich dachte, das gleiche Gefühl würde ich am Ende von Staffel 8 von Game of Thrones haben, als George R. Martin gesagt hat, es wird ein bittersüßes Ende. Es wird nicht schlecht, aber es wird auch nicht gut. Und genau das haben wir hier. Weil im Endeffekt hat der Rest der Menschheit jetzt ja Frieden geschlossen mit Godzilla und mit der Erde. Und die leben im Einklang mit diesem Gott, den sie jetzt eben da haben. Nur die Hauptfigur eben nicht. Und die Hauptfigur ist halt die Figur, mit der wir uns selber identifiziert haben, 3 Filme lang. Dem wir gefolgt sind, mit dem wir mitgelitten haben, dem wir uns gesorgt haben. Und der schafft es einfach nicht, damit klarzukommen und killt sich am Ende selbst. Das war wirklich Holla die Waldfee. Was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass übrigens auch rauskommt, dass der religiöse Freund von Haru auch Gedanken lesen konnte. Und das wussten aber alle nicht. Und wir sehen im ersten und im zweiten Film ab und zu die Szene, wo Haru jemanden an der Hand hat und vor Godzilla flüchtet. Und man dachte halt, das sind wahrscheinlich die Eltern. Und nein, das ist der religiöse Typ. Und der kann da schon Harus Gedanken lesen. Also am Anfang vom ersten Teil. Und liest schon seine Gedanken, dass sich da Hass entwickelt. Und diesen Hass will er nehmen, um in Teil 3 Ghidorah zu erschaffen. Weil Ghidorah ist für die schon eine Gottheit. Ja? Ist auf jeden Fall eine Gottheit für die. Und Jede Zivilisation wird nur aufgebaut, damit der goldene Gott des Todes, Ghidorah, sich dann an dieser Bevölkerung ernähren kann. Deswegen haben die damals Haru gerettet im ersten Film. Deswegen warten die auch immer so lange, bis sie irgendwo eingreifen. Und deswegen sind sie auch im ersten Film auf die Erde gekommen, nicht um zu helfen, sondern um abzuchecken, ist das Leid der Menschen groß genug, um Ghidorah zu holen. Was soll ich dazu noch sagen? Ich muss sagen, okay, Teil 3 ist der schwächste der Trilogie, weil sie einfach zu viel versuchen und zu viel Pseudo-Zeug mit einbauen. Ich fand auch das Design von Ghidorah nicht gut. Ghidorah sieht aus wie 3 Bandwürmer, die so aus dem Arsch vom Universum rauskommen. Aber trotz allem ist der auch nicht allzu lange da. Ich fand, der Kampf, der hat gepasst vom Timing her. Ich habe mir gedacht, so, oh nee, jetzt nicht so einen pompösen, wir schießen Laser permanent und zerstören die Weltkampf. Das wollte ich jetzt nicht sehen. Das haben wir einmal im Livestream gesehen, wie ein Fan den Kampf besser gemacht hat. Ich fand das schrecklich. Dass der Kampf hier ist okay. Der geht kurz, der ist knackig, man versteht ihn. Das passt. Der stört auch die Story nicht wirklich im Fortlaufen. Ich habe euch jetzt hier ein paar Sachen angesprochen, die mir nicht gefallen haben. Im Großen und Ganzen werde ich dem Film aber einen halben Punkt weniger geben müssen als dem ersten Teil. Einfach weil er sich hier und da ein bisschen verkappelt und auch widerspricht. Also er bleibt nicht da. Die anderen beiden Filme haben eben ganz genau gewusst, was sie uns vermitteln wollen. Dieser Film weiß es auch am Anfang und sagt, okay, wir wollen jetzt aufzeigen, ab wann Religion gefährlich wird. Und dann verwurschteln sie das Ganze aber wieder mit wissenschaftlichem Quatsch. Und das war mir dann ein bisschen zu viel und das ist mir dann auch der halbe Punkt wert, den der Film abgezogen bekommt. Was kann ich euch jetzt noch mitgeben, ganz zum Schluss von diesem Rewatch dieser Trilogie? Ich werde mir die 3 Filme auf jeden Fall in dieser DVD-Box holen. Also es gibt wohl 3 Boxen davon, jeder Film hat so eine Box, bin noch ein paar Hintergrundinfos und obwohl diese Filme kostenlos auf Netflix zur Verfügung stehen, werde ich mir alle 3 Filme ins Regal stellen. Das sind sie mir auf jeden Fall wert. Ich bin überzeugt von diesen Filmen und ich kann auch wirklich nur jedem sagen, das sind Filme, bei denen müsst ihr aufpassen, ihr müsst zuhören und ihr müsst wirklich versuchen zu verstehen, was diese Filme vermitteln wollen. Dann funktionieren die definitiv. Jetzt noch meine Meinung zu den ersten beiden Godzilla-Filmen, die jemals herausgekommen sind, wissen wollt, habe ich euch die gerade mal hier eingeblendet. Und ja, würde einfach sagen, lasst das Ganze jetzt mal sacken. Schaut euch die Filme auf jeden Fall an, schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr von den Filmen haltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao. Jetzt werden hier mal wirklich Nägel mit Fischen gemacht. Nägel mit Fischen, Alter.